Alibaba und die 40 Piraten. Produktpiraterie auf Alibaba. In diesem Artikel erkläre ich den Background zu Alibaba und Produktfälschungen und erkläre dann, was das für Händler bedeutet, die beispielsweise auf Amazon Ware anbieten, die sie über Alibaba beziehen. Etwa 85% der vom deutschen Zoll aufgegriffenen Ware und etwa 87% der vom US-Zoll aufgegriffenen Ware, die Piraterieware ist, stammt aus China oder Hongkong. Ende 2015 hat Alibaba Piraterieware in einem Umfang von etwa 45 Milliarden US-Dollar bei einem Gesamtumsatz von etwa 110 Milliarden US-Dollar vertrieben. Und eine Quelle hierfür und Quelle für alle weiteren Zahlen und Fakten, die ich hier bringe, finden sich natürlich hier unter diesem Video bzw. in dem dazugehörigen Artikel. Der Konzern Alibaba betreibt verschiedene Plattformen und die meiste Piraterieware wird über die Plattform Taobao vertrieben. Das US Office of the Trade Representative, USTR, betreibt eine schwarze Liste von Händlern, die besonders notorisch Produktfälschungen betreiben. Und da ist Alibaba seit kurzem wieder auf dieser Liste drauf. In dem entsprechenden Bericht vom USTR findet sich, dass etwa nach Ansicht des USTR 90% der auf Taobao angebotenen Waren Produktfälschungen sind. Ein Problem für die Originalhersteller ist, dass wenn sie ein bestimmtes Angebot auf einer Webseite wie AliExpress beanstanden möchten, landen sie auf einer chinesischsprachigen Webseite oder einem chinesischsprachigen Formular und der Support beantwortet auch keine Fragen. Jedenfalls nach Bericht von einigen Händlern und ein entsprechender Link ist auch hier unter diesem Video bzw. in dem Artikel. Jack Ma, der Chef von Alibaba, verteidigt sich relativ dreist damit, dass er sagt, die Produktfälschungen sind doch eh besser als die Originalware. Die chinesische Handelsaufsicht SAIC hat vor kurzem Ermittlungen gegen Alibaba aufgenommen. Und Jack Ma hat daraufhin sein Team, was sich um Produktfälschungen kümmert, auf etwa 300 Personen aufgestockt. Im Januar 2017, also vor relativ kurzer Zeit, hat Alibaba sogar zwei Händler verklagt. Es bleibt nun abzuwarten, wie Alibaba tatsächlich gegen Produktfälschungen auf den verschiedenen Plattformen vorgeht. Was muss ich jetzt als Händler in der EU wissen, wenn ich Ware über eine Plattform von Alibaba beziehe? Erstmal muss man davon ausgehen, dass die Chancen relativ hoch sind, dass man mit der Ware in fremde Schutzrechte wie Marken, Patente oder Designs eingreift, während man das bei Marken relativ leicht überprüfen kann. Einen Link habe ich in die Shownotes gepackt. Sieht das bei Designs schon schwieriger aus und bei Patenten kann das richtig teuer werden und da habe ich auch einen Link in die Shownotes gepackt. Auch bei den auf den Verpackungen oder Waren aufgebrachten Gütezeichen oder Siegel muss man aufpassen, wie zum Beispiel TÜV oder das CE-Zeichen, denn die können ja auch einfach aufgedruckt sein, ohne dass sie tatsächlich erfüllt sind. Also man sollte sich vorher die Erlaubnis der einzelnen Schutzrechtsinhaber, wie zum Beispiel eben den TÜV, einholen, bevor man diese Zeichen tatsächlich auf seinen Verpackungen oder Waren verwendet. Und das Problem ist, wenn die chinesischen Händler versichern, dass sie alle Lizenzen für eben bestimmte Marken, Zeichen und Siegel und Gütezeichen haben und das auch vertraglich zusichern, wer möchte denn dann in China vor einem Gericht entsprechenden Schaden gegen diese Händler geltend machen? Wenn man eben in Europa, wenn sich herausstellt, dass eben bestimmte Erfordernisse nicht erfüllt sind und Lizenzen eben nicht eingeholt worden sind, keiner möchte das, daher selbst tätig werden und selbst herausfinden, ob man eben alle Erfordernisse erfüllt, um bestimmte Zeichen zu verwenden oder eben bestimmte Designs einzusetzen oder eben bestimmte technische Neuerungen einzusetzen, die vielleicht durch Patente geschützt sind. Andererseits muss es natürlich ökonomisch sinnvoll bleiben, diese Überprüfung. Der Worst Case ist, dass man abgemahnt wird und dass man eben dann vielleicht unterlassen muss, eine bestimmte Ware weiter zu vertreiben. Der Worst Case ist also, dass man eben unterlassen muss, dass man vielleicht den Gewinn, jedenfalls zu einem großen Teil herausgeben muss, den man damit erwirtschaftet hat und eben die Abmahnkosten vom gegnerischen Anwalt tragen muss. Das sind so die Hauptansprüche, die normalerweise bei Abmahnungen geltend gemacht werden. Wenn man also 50 Waren hat und dann eben wegen einer Ware abgemahnt wird, dann muss man eben abwägen, ob man mit diesem Risiko leben kann, dass man abgemahnt wird
oder ob man lieber eben aufwendige Prüfungen vorher vornimmt, ob man alle diese Erfordernisse erfüllt. Dazu kommt natürlich, dass wenn Schäden bei Personen entstehen, eben durch irgendwelche giftigen Chemikalien, die in den Waren drin sind, weil eben bestimmte Normen nicht erfüllt werden, dass man dann natürlich zusätzlich noch mit Schadenersatz rechnen muss, was noch wesentlich schwerwiegender sein kann. Aber das ist hier nicht Gegenstand dieses Videos. Noch zwei interessante Meldungen zum Schluss. Am 21. Januar 2017 wurde auf der Tagesschau-Seite verkündet, dass Alibaba ab sofort Partner der Olympischen Spiele ist, und zwar bis 2028. Und Alibaba möchte in Bulgarien eine Niederlassung oder zumindest ein Vertriebszentrum errichten. Es wird also bestimmt nicht langweilig. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht in das Dunkel bei Alibaba und den Produktfälschungen bringen. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie doch auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.